Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin jetzt hier in Manavgat, mitten im Wald, sag ich mal, in den abgebrannten Wäldern, wo auch die Waldbrände waren. Das habe ich im Video davor auch gezeigt. Hier kann ich es auch noch einmal zeigen. Hier hat es sehr gebrannt gehabt. Und hier ist das Antikdorf Seleukia. Das kann ich euch auch mal hier zeigen. Das ist der Eingang, wo auch 1970 erforscht wurde von den türkischen Archäologen. Und hier ist auch beim Eingang gleich eine Beschreibung. Und hier sind wir genau beim Haupteingang. City Gate steht hier auch. Und dann gehen wir mal jetzt hier, was nicht viele kennen, was gute 25 Kilometer von Side entfernt ist, in den Bergen von Manavgat, im Wald, ein kleines Antikdorf versteckt, das Seleukia heißt und auch Libre genannt wird. Und hier ist auch überall die Beschriftung und die Beschreibung, wo das alles hinführt. Und da vorne wären wir schon im kleinen Antikdorf Seleukia in Manavgat, mitten im Wald. Was ich euch hier auch gerne zeigen wollte. Und hier, wo auch die ganzen Waldbrände waren, jetzt im August, liebe Leute. Hier vorne rechts war der Bazarplatz früher. Ist wirklich interessant, hier mal zu sein. Ist kein Mensch außer mir hier da, fällt mir auf. Im Antikdorf Seleukia bei Manavgat. Also wie gesagt, 25 Kilometer von Side entfernt, Richtung Eumapona, also Richtung den Stau. Dorf, das Seleukia Libre heißt. Und das man auch sehr gut anfahren kann, wenn man es gerne besichtigen will hier. Wer sich für sowas interessiert. Aber wenn man jetzt an die Türkei Side kennt, denken viele mit Sicherheit sofort Strand, Sonne, Meer. Aber die türkische Riviera ist ja auch bekannt für die Antike, die hier sind. Und das ist halt ja auch ein kleines Antikdorf, was nicht so viele kennen, hier in Manavgat. Ich dachte, ich wäre hier der Einzige, aber da gibt es auch zwei Urlauber, sag ich mal so. Das sind keine Türken, die hier angefahren sind. Und hier geht auch ein
kleiner Bach. Und da hört man auch das Wasser rauschen. Hier in Seleukia. Im Antikdorf. Und hier ist auch alles beschriftet. Wo das alles hinführt. Das war wirklich auch interessant. Hier im Antikdorf. Hallo. Und hier geht auch ein kleiner Bach runter. Was auch zu sehr schönen Wassergeräuschen führt. Und hier nochmal der Blick Richtung den verbrannten Waldes. Und hier nochmal der Blick Richtung Antikdorf Marktplatz. So, und ich will mich dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich will mich dann von hier aus verabschieden. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ich fahre dann gleich noch hoch zum Eumapenner und wenn ich es hinbekomme, werde ich dort auch noch mal einen Livestream für euch machen. Bis dahin alles Gute und einen schönen Tag.